Miete. Boah, ist das warm. Gerade hier oben. Ja, aber wir haben uns jetzt nun mal für Zocken entschieden. Trauerminen, ja, die haben wir doch gerade abgeworfen. Everybody can help but wonder. What next? Where do we go from here? Yes. More or less what I expected from you. But you got the picture. Okay, Anna, Auftritt Anna, so bühnenmäßig, sieht auch schon so ein bisschen aus. Ach, die peilen das nicht, dass die halt frische Luft haben auf einmal. Naja, so ein Mauschelpapa bestimmt, der immer so Geheimnisse hat vor seinen Töchterchen. The war. Russischer Bär, diese Gelassenheit und diese Trinkfestigkeit. Stimmt's, Wladimir? Vitali. Sorry, Leute. Sorry, liebe Russen. Ich hab euch echt lieb, aber es reizt natürlich zu einer gewissen Persiflierung, ne? Ansonsten all good in the hood und ich finde eigentlich cool, dass wir auch mal einen russischen Mitbürger spielen dürfen. So. Oh, also Katze noch oben drauf war dann doch zu warm. Mit Kopfhörer. Could you not have shared that before? Say, before Artyom took that radio outside and caught all that radiation? Filmsequenz. I only got briefed half year ago. Under its strict you talk, you die policy. You talk, you die. Tell my people we were securing a weather station. Sir, with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? I have an idea, but... Der hat sich gerade wie so ein, nicht Flamme, aber wie so ein Belgier angehört, mit so einem niederländischen Akzent. Kann man jetzt leider nicht zurückspulen. Zwischendurch mal ein Schlückchen Tee ist super. Wieso haben wir jetzt Radio? Haben wir Radio? Radio? Wieso haben wir hier ein Radio? Run away from Moscow. Pass mal auf, Alter, nachher ist Spielstand cool. Dann hat er nicht aufgenommen und dann, gut, nach vorne durchstarten. Eine Lok, ja gut, wenn es eine Schiebelok ist. So. Die Unsichtbaren. Oh, oh. Not at all. They are command. Aber ich finde es eigentlich, ich habe lieber Soldatengegner als so Ratteneintopf, muss ich ehrlich sagen. Andererseits, wir kriegen bestimmt noch ein paar Mutäntchen. Die haben bestimmt nicht, aber die haben bestimmt nicht nur das Beste kommt zum Schluss rausgehauen. Und wenn man jetzt überlegt, das Spiel ist ja doch ganz cool, wir waren ja echt, also ich war echt kurz davor, es zu deinstallieren, ne, wegen den Spielständen. Das ist blöd. Ja, was sind denn eure Probleme? Ihr wart doch eigentlich, um Moskau zu retten, aufgestellt, oder? Moment, was mit Artyom? A world where we could live. So far we only know one thing for sure. Radiation levels are nominal. Aha, der Fakten-Typ auf einmal. So what? You can't even breathe in Moscow. So? Does anybody live out here? We don't know. How will they treat us? Voll der tote Punkt gerade, aber das liegt auch echt daran, dass wir so... Ja... sehr viel Filmsequenzen und sehr wenig Aktion bis jetzt hatte. Ah. Ja, ey. Wieso passiert da nichts? So, ey, nach links oder rechts. Yes, people have died. But the bombs killed tens of millions. Yet we are alive. We stayed alive throughout those years. Wenn die mal aufhören würden zu labern.
If you have to choose between the life of a single man, no matter how dear he is to you, and the lives of everybody else, all the dwellers of Metal, then there's nothing to think about. Are you looking for it, Arthur? Come on, do your best. Would you say the same about me? And about myself, too. I've spent my whole life protecting the people of Metal. Do you get it? My whole life. And I wouldn't hesitate for a second. I'm prepared to do anything to ensure Metal survives. Even though they'd shoot me on sight if I returned now, it doesn't matter. Too many lives are at stake. Too many lives have already been sacrificed. Du gehst mal von hinten durch. Too many. I'm sorry. I didn't want to. I mean, but we have to make up our minds. How will things finish for all of us if we start out lying to each other and arguing? We need to be better. You ask me how things will finish. Well, let me tell you. It all depends on Arthur now. If he finds the frequency, if they are alive. Found it yet? Wait a moment, what was that? Area 18-5. Okay. Listen, everyone. Wir durften einen Sender suchen. Dash. Okay, Riesentreffpunkte, da kommt dann so eine Rattengang, Alter. So, the route from here should go like this. This is our goal. So, is this what you had in mind? Yes, this is it. The Ark Project is a whole city underground. Enormous stores, machines, the best experts. It is the Commander General's HQ. All of the country's leaders are there. Oberbefehlshaber. Alles klar, wenn der das sagt. Aber woher weiß der das auf einmal alles, wenn der eben noch dachte, er wäre der einzige Überlebende mit seinen Leuten? Komisch. Idiot, Wahnsinn. Vom Idiot, ja, die Idiot hat dir da den besten Spruch gebracht. That thing that's been sloshing about in your canteen. You think I'm deaf or what? Ah, that. Just a moment. I thought my ears were deceiving me. It's not a short trip to the Urals, so we should make ourselves comfortable. Up zum Ural. Let's name this bucket of bolts at the very least, eh? It's about time. Let's go around and be done with it. Nah, go to hell. Even better. Oh, come on. Im Prinzip ist das ja genau der Stammtisch, der eben so in der Offizierskantine oder whatever that was, den Artyom da zurück willkommen geheißen hat. Sounds okay, but the cruiser of what? I'll tell you later. Looks like it's decided. Let's drink to Aurora. Okay, Aurora. Hey, Artyom, let's take a look at that map. All right, We had a round. That should be enough. Yermak, full steam ahead. Hi. Wow, that's some distance. I wonder how long it will take. How are you, Alyosha? Oh, Anna. I was expecting an arrow from a Cuban, but I got a bullet from an... Oh, Reise. After all those years in the underground, the air of the surface seemed incredibly fresh. Eigentlich wollte ich den Zug erkunden, aber ja gut, haben wir jetzt nicht gepeilt. But that was not what had caused the cruise euphoria. Kommt auf jeden Fall an die Wolga, an die Fähne Wolga. Ein bisschen mehr aus dem purpose provided by the transmission from the government bunker in the Urals. 20 Jahre haben die da schon, Alter. That neither the government nor military high command had survived. Und es scheint halt, mal gucken, wie verstrahlt es da ist, ne? Where were they while we were eating each other alive in the metro?
We'll have a lot of questions for them once we reach Yamantau. If we reach it. The ruins of our country are under enemy control, according to Miller. And we'll have to fight through to our goal. A small team against the occupation armies? What are the chances that we'll succeed? That we'll get some answers? Crank. Ja, mal gucken, was so abgeht. Da sind wir. Ein bisschen Zeit ziehen kann nicht schaden. Froze anything off yet, darling? Here, let's warm you up a little bit. Im Bett läuft nichts mehr. Jetzt weiß ich ja warum, so, oder wie. So, what do you think our chances of getting to Yamantau alive are? It's the only thing on my father's mind. Yamantau. His forgiveness, ja, der Mantau, ne? And his old life, the life you had always been running from. And to think, oh, es war ja jetzt auch 10 Sekunden keine Filmsequenz. Fog, thinking it could actually be hiding our new life from us. By the way, we should be approaching the bridge soon. Also manchmal nervt es halt. Also wenn es, was zu tun gibt, dann ist es knackig. Shots fired! 4 bogies on a trolley! RB? Kameramodus? Was denn? RB, RB! Nö, alles klar. Kamera mal. So wie on the double trouble. The D, the Da, the double double day, the Bay, the Bow, the Bidable Bay. So was jetzt? Are you alright, Artyom? Ja, ja, klar. Bei mir eigentlich schon. How bad is it? Can we move? No, we're stuck! Ah, shit! Okay. Damn fog. Seems we ran through someone's roadblock. Who was it? Any uniforms? None. So, jetzt haben sie mir aber alle schön hier. Just some old farts. Old farts, huh? That's just the perimeter guard. They could put anyone there. Alter, und wir stehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Aber ein bisschen hab ich hier Platzangst. Verpisst euch doch mal hier, Alter. Nervt es. Du kannst ja nirgendwo hin. Ist hier richtig umzingelt, Alter. Was eine Scheiße. We need intel. Here, Artyom, I put a mark on your map. Get there and find out what you can about that bridge. Taking a prisoner would be ideal. Anna, you cover him. Ja, wenn er mich mal vorbeilässt, wir folgen ihm. No, until we figure out our situation, you are not to take a step away from the Aurora. These two can handle themselves just fine. Yermak, when can you get the Aurora running again? Yeah, I don't know yet. Gotta check on that cylinder, but... A full day, at least! I see. Get to it, then! Spartans, let's prepare the Aurora for a defensive action. Let's go, Artyom! Get the perimeter! I'm on yes, it. Sir! Duke, I need you to recon the immediate area. Got that, sir! Idiot, you give him cover from the Aurora. Artyom, yes, don't forget your backpack. It's a new model. A portable workshop, so to speak. The manual is inside. It doesn't come with crafting materials, though, so keep an eye out for those. Let's move out, Artyom. Just be careful out there. Sure thing. I gotta say, that was one flimsy roadblock. And those guys, well, they didn't look like army men at all. Just old men. Be careful out there. Remember, most of the country has been destroyed or occupied. Even those who speak our language by conviction or out of fear. Got it? Selbst wer unsere Sprache nicht spricht, könnte unser Feind sein. Was eine Logik. Oder selbst wer unsere Sprache spricht. Going down. Okay. That was great. Ja, bisschen Rodel.
Ski und Rodel gut. Wieso läuft denn der jetzt? Achso, weil die Tuss den geschubst hat. Tja, Leute, da haben wir uns mit unserer Holden nochmal gut den Arsch dreckig gerutscht, bevor es jetzt wieder auf Zwei-Mann-Mission geht. Mal gucken, was uns da erwartet, ne, wo das Glockenje-Leute herkam. Und ja, gut, wir sehen uns dann in Folge 10. Haut mal rein, Leute. Tschüssi!